Denn seit gestern Nacht ist es fix, der FC Kärnten spielt ab Herbst in der Bundesliga. 12 Jahre lang hat die Durststrecke gedauert, jetzt ist es endlich wieder soweit. Fixiert wurde der Aufstieg eben gestern Nacht beim 3:0 gegen Mattersburg. Aber erfolgreicher kann so eine Fußballwoche schon gar nicht mehr sein, denn am Dienstag schaffte der FC Kärnten auch den Einzug ins Cupfinale. Jede Menge Gründe also zum Feiern. Es herrscht eine ungemeine Fußball-Euphorie im Lande und die Mannschaft, die dafür verantwortlich ist, der FC Kärnten, mittendrin in wieder einmal vielen Jubelszenen. Nach dem glatten 3:0 gegen Mattersburg ist der FC Kärnten Meister der ersten Division, spielt in der nächsten Saison in der Max-Bundesliga. Es beginnt programmgemäß, Auftakt nach Maß, 12. Minute, Roland Kollmann, der Torschütze vom Dienst, sorgt für das 1:0. 4.500 begeisterte Zuschauer sind entfesselt und verwandeln das Stadion in einen Hexenkessel. Die zweite Hälfte. Hota. Kurz dazwischen noch einmal die Verteidigung. Dann Zablatnik, Vorreiker und in der 57. Minute die Vorentscheidung. 2:0 für den FC Kärnten. Die Mannschaft, die ungemein locker in diese Partie gegangen ist, setzt noch nach. Stipe Brunners wird nicht attackiert. Und schon in der 67. Minute fixiert er das 3:0, sorgt für den Endstand. Da gibt es nichts mehr zu rütteln, da gibt es auch kein Halten mehr. Und der Trainer Günther Schiffer von den Mattersburgern gratuliert bereits Walter Schachner. Und die Mannschaft weiß, was sie geschafft hat, was ihr gelungen ist. Meister in der ersten Division. Da spritzt dann der Sekt in Strömen, da wird den Emotionen freier Lauf gelassen und da zeigt man Gefühle. Ja, aber so eine Kulisse einmalig. 6 oder 7 Leute im Stadion oder so. Und noch 10 Minuten zum Spülen und die Leute sind schon am Zaun oben, warten, wenn wir rein springen. Ich sage, es ist einfach ein schönes Gefühl für jeden Kicker und unbeschreiblich einfach. Ich glaube mal in erster Linie, ich träume, ich stehe in einem Märchen, weil Meistertitel, österreichisches Cupfinale und vielleicht noch im Europacup. Ich meine, das kann man ja als Trainer fast in einem Jahr nicht erreichen. Die unglaublichen Erfolge, die genießt man und feiert man jetzt natürlich, aber noch nicht ohne Ende. Ja, Montag ist um 16 Uhr Training, also werden wir schauen, wie lange wir durchhalten. Naja, aber ein bisschen Zeit bleibt bis dahin schon und der Trainer wird sicher auch ein Auge zudrücken, zumal er ja mittlerweile auf den Schultern durchs Land getragen wird.